So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Spezialwebinar Forex Spot Live Trading Spezial mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wie der Titel schon sagt, geht es heute um die neuen Produkte bei FX Flat und Forex Spot. Und darauf wird Thorsten, werden wir ein bisschen heute eingehen. Neben dem Live-Trading natürlich. Und deswegen, Stichwort Live-Trading, müssen wir natürlich einmal zum Risikohinweis kommen. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Sie müssen wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Und bitte nichts, was Thorsten heute vorstellt, als Handelsempfehlung verstehen. Ja, so, jetzt kriege ich hier zu hören, tut schlecht, wobei der Test vorher gut war und ich den Thorsten auch gut verstehen kann. Ist das bei allen so oder hat die Software wieder Probleme? Das klingt so ein bisschen, als wenn du im Keller sitzt. Im Keller? Nee, da tatsächlich nicht, aber ich bin eh jetzt fertig, beziehungsweise möchte noch ganz kurz auf die Webseite verweisen. Und hier finden Sie schon mal die erste Information zum Forex Spot. Ich werde die Links auch gleich in den Chat kopieren und einmal hier den Unterschied zwischen Forex CFD und Forex Spot. Ja, werde ich gleich entsprechend reinstellen und übergebe jetzt den Bildschirm, dann sollte der Ton sich auch besser. Nee, so machen wir das mal nicht. Mach mal nochmal den Risikohinweis zurück, weil ich habe meine Brille nicht auf. Ich muss langsam lesen, weil ich werde im Stundenlohn bezahlt hier. Aha. Ja, ich weiß, schlecht, aber nee. Ich sag dazu nichts. Gar nicht bezahlt. So. Mal gucken, welchen Bildschirm ihr hier habt. So, den hier haben wir. Okay, guten Morgen in die Runde. Ein paar Alteingesessene von unseren Jungs, ein paar Hardcore-Forex-Proler sind ja wahrscheinlich heute dabei. Wir haben unseren morgendlichen Live-Handel, unser morgendliches Webinar heute etwas umgeschmissen und heute Morgen und heute Nachmittag und morgen Abend finden Webinare für unsere Partner statt. Das heißt, das ist aus unserem Servicepaket gestrichen. Okay, ganz kurz, was machen wir? Wir versuchen zu handeln, um das mal gelinde zu sagen. Wir versuchen hier unsere Punkte aus dem Markt zu kitzeln. Hier kommt auch nochmal. Ich glaube, die Software hat heute wieder Probleme, weil eigentlich kann es nicht sein, dass wir beide schlechten Ton haben. Also mein Ton ist astrein. Also ich habe eine Anzeige hier und ich habe sogar heute Morgen extra den Akku gewechselt. Einmal vom Hörgerät, einmal vom Sprechgerät und vom Schrittmacher. Du bist von meiner Seite aus gut zu hören. Okay, naja, hören langt ja meistens nicht. Gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht angewendet und angewendet ist noch lange nicht richtig angewendet, ne? Richtig, deswegen erkläre alles schön gut heute. Ja, wir, guck mal hier, das sind meine Jünger. Ne, der Horst sagt gerade, Thorsten klingt besser, das weiß ich. Viel angenehmere Stimme. Mhm. Wir beleuchten heute mal den Markt von zwei Seiten. Ich will versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was wir seit dem Wochenende handeln. Ich habe gerade versucht, die passende Analyse dazu hochzuladen. Das hat nicht funktioniert, weil ich hier keine Dateien reinschieben darf. Wahrscheinlich, weil mich hier die Jungs von FX Flat wieder ausbremsen, weil sie denken, ich habe irgendwelche falschen Dateien da reingepackt. So entstehen Gerüchte. Also, das sind keine Gerüchte. So wird man hier heute zensiert. Aber
Wir machen das mal ganz einfach. Hier ist ein Ausblick für alle. Unter www.ufbas.de steht hier ein Ausblick für alle vom 30. September. Und hier könnt ihr euch die Analyse herunterladen, wo wir das sehr ausführlich gemacht haben zum DAX und zum Euro. Dann versteht ihr auch besser, wovon wir reden und worüber wir reden. Das Thema heute Morgen wurde aufgerufen zum Spot Forex. Zu dem Produkt selber, wo der Unterschied ist, muss ich leider abgeben an Nelson. Das Produkt selber muss Nelson erklären. Ich bin hier kein Produktberater. Dazu verstehe ich von den Hintergründen viel zu wenig. Aber soweit wie ich das verstanden habe, fällt dieses Produkt in der Definition nicht unter CFDs und darf deswegen auch noch mit einem höheren Hebel den Händlern zur Verfügung gestellt werden. Der Vorteil ist, dass man den höheren Hebel darauf handeln kann. Da es nicht unter CFDs fällt. Mal gucken, wie lange das noch funktioniert. Ich hoffe, recht lange. Wir sind bei uns in der Community ja den Weg gegangen, dass die meisten Händler bei uns als professionelle Händler eingestuft werden können, da sie ja schon lange für Forex Pro bzw. für die Trading License Company arbeiten. Und da auch die Berechtigung haben, den Titel in Gänsefüßchen Profi zu führen, der zweite wichtige Punkt fehlt, nämlich Trades in erheblichem Umfang die letzten Quartale getätigt zu haben. Die haben hier natürlich die Möglichkeit, damit diesen Punkt zu erfüllen. Wir stehen da gerne unterstützend und erklärend zur Seite und erklären euch, wie das funktionieren kann. Vielleicht kurz mal das Ding zusammenfassen will, damit die Leute auch wissen, wovon wir reden. Im Prinzip hast du eigentlich schon richtig angefangen. Tatsächlich sind Forex Spot oder beziehungsweise fallen nicht unter CFDs. Deswegen das hat meine erste Freundin auch gesagt. Im Prinzip hast du schon richtig angefangen, aber ja, kann das aber. Und deswegen kann der größere Hebel entsprechend auch hier angewendet werden. Ist auch Kontotyp übergreifend, außer bei Professional Classic. Das bedeutet, was die Nachschusspflicht betrifft, also ist auch Forex Spot ist auch hier von der Nachschusspflicht befreit, außer man hat ein Professional Classic Konto. Zusätzlich zu den Unterschieden vielleicht ein paar Dinge. Die Forex Spot Geschäfte werden direkt im Interbankenmarkt entsprechend ausgeführt. Das heißt, man kann auch hier bei FXFlat einen Post-Trade-Bericht verlangen, wenn man wissen möchte, bei wem der Trade tatsächlich ausgeführt wurde. Bei Forex Spot ist es, beziehungsweise Forex CFDs ist das ja so, dass das Geschäft entsprechend beim Liquiditätsprovider ausgeführt wird. Ja. Was man hier bedenken sollte, ist, dass Forex Spot nur intraday handelbar ist, bedeutet von 8 bis 22 Uhr. Dadurch fallen allerdings dann auch keine Finanzierungskosten an, selbstverständlich, weil man die Position nicht über Nacht halten kann. Ansonsten hat man aber gleich die gleiche Kondition. Ja, der Spread ist leicht höher, aber nicht sehr viel. Man kann das Ganze vergleichen. Wir werden, denke ich, heute, ich weiß nicht, Thorsten, ob du im Forex Spot heute was machst, Live-Trade, aber vergleichen Sie einfach entsprechend die Konditionen bzw. den Spread. Und wenn Sie eh nur Intraday handeln, dann können Sie auch entsprechend den höheren Hebel nutzen.
Okay, danke dafür. Ich selber handel den Spot Forex nicht. Ich habe den Vorteil, dass ich mich, dass man mir den Titel Profi verliehen hat. Ich weiß nicht, wie man dazu kommt, aber ich wurde als professioneller Händler eingestuft, ohne dass ich eine Prüfung ablegen musste. Ja, dann müssen wir nochmal bedenken. Echt? Aber ganz kurz, bin ich eigentlich jetzt besser zu hören? Na, der eine oder andere schimpft hier. Ja, okay, gut. Okay. Der Vorteil, den ich hier sehe im Spotmarkt, ist, guckt euch das mal an, der ist gestern Abend gelaufen bis zur 1,1514. Auf die Marken kommen wir gleich. Das heißt, der Jens, gucke, denn erstmal ist der Nelson jetzt besser zu hören und der Jens ist da, ich fasse es nicht. Der Olle Jens ist hier. Der Vorteil ist, dass wir uns ja oft danach richten oder dass ich mich gerne danach richte, was sehen die Future-Händler? Ich meine, mit dem Volumen brauche ich hier nicht rechnen, aber ich brauche mir nicht mehr die Schlusskurse abends und die Eröffnungskurse morgens irgendwo raussuchen, sondern ich kann hier rausziehen, was sehen wirklich die Händler, die im Kassamarkt oder im Spotmarkt handeln. Wo ist abends der Schlusskurs und wo ist morgens der Eröffnungskurs? Weil dazwischen sieht man die Gaps, was wir jetzt gleich sehen werden, in 1,5 Minuten. Dazwischen sehen wir die Gaps und wir sehen, dass die in der Regel ja sehr gerne geschlossen wären. Das heißt, hier vorgestern hat es nicht ganz geklappt. Gestern Morgen hier die Eröffnung, Dienstagabend hier den Schlussguss, gestern früh hier die Eröffnung, auch wenn Feiertag war. Es gibt ja trotzdem Leute, die handeln. Und dann da oben ganz kurz eröffnet, zack, direkt Richtung Gap Close, hier oben nochmal die Limits geholt und dann ging es runter bis zum Schluss. Hier ging es dann einmal durch, da wurde es dann bestätigt und hier stand auch ziemlich fest, dass wir dann diese Richtung weiter einschlagen werden. Aber darauf werde ich jetzt gar nicht so groß eingehen. Das ist der Markt, wofür ich ihn benutze. Und er ist selbstverständlich auch für die Händler gut, die ihre Positionen nicht über Nacht halten wollen. Alle, die ähnlich handeln, so wie ich oder so wie wir, dass wir versuchen, mit kleinen Risiken Scalping-Positionen, kurzfristige Positionen zu eröffnen und diese dann längerfristig zu halten, ist aus meiner Sicht, nur aus meiner Sicht, das Produkt nicht so gut geeignet, da das Gap-Risiko über Nacht nun mal da ist. Und wir dann das Risiko eingehen, hier sinnlos rausgekegelt zu werden. Das heißt, in unserem Markt, da wo ich handle, gucken wir uns das hier mal an. So, nehmen wir mal das Beispiel, auch wenn das jetzt ziemlich vollgeknackt ist hier. Ich nehme mal hier ganz kurz ein paar Sachen raus. Ein paar. So, jetzt haben wir einen ziemlich nackten Chart. So, wir haben gestern diese Position hier wieder eröffnet, die wir vorher geschlossen haben. Auf das Setup gehe ich nachher gleich ein. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt jetzt diese Position ebenfalls drin. Die kommt von der 1,1560. Ich habe die über Nacht laufen lassen und habe sie Break-Even abgesichert. Dieses Break-Even-Absichern nützt mir im Spotmarkt über Nacht überhaupt nichts. Null, niente, wenn der heute Morgen bei 1,1650 eröffnet, weil dann wird meine Position bei 1,1650 eröffnet. Heißt im Umkehrschluss, auch wenn ich jetzt dafür gelüncht werde, aber heißt für mich im Umkehrschluss, dass diese Stops über Nacht brauche ich nicht. Entweder schließe ich meine Position hier im Markt
Im Spotmarkt wird sie automatisch geschlossen. Wenn ich jetzt irgendwas falsch erzähle, Nelson, Wollte bitte ich korrigieren. gerade ergänzen. Also tatsächlich wird definitiv um 22 Uhr die Position geschlossen. Ich ergänze oder ich korrigiere dich auch gerne mal in Fußballfragen. Also darfst du das auch gerne mal hier im technischen Handel irgendwie. Kannst dich ja revanchieren. Jedem das, was er kann, ne? Das heißt, im Spotmarkt werden die Positionen automatisch geschlossen. Wenn ich mir diese Geschichte hier angucke, heute, gerade heute, wir haben diese Nummer hier gestern Abend nach Börsenschluss durchgezogen. 22:20 Uhr, also 23:15 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 23:15 Uhr. So, hier wären unsere Positionen geschlossen worden bei 1:15:12, 1:15:13 und jetzt sind wir bei 1:15:67, sind 50 Punkte, die wir jetzt nicht gehabt hätten. Das ist für mich ist das ein Wochenziel. Wir haben eine, da gehe ich jetzt drauf ein, wir haben eine mittelfristige Analyse hier auf Ufbas, da habe ich Ihnen schon mal gezeigt, die bitte mal runterladen. Dort haben wir gesagt, die erste Stufe, ein Teil bei 1,1547 rauszuschmeißen, darunter 1,1496. Von der 1,1496 plane ich einen Rücklauf bis an die 1,16, 1,1650 ein. So, und dann soll es einen kräftigen Rutsch an die 1,13 geben. Und dazu gucken wir uns diese Nummer mal hier an. Wir haben 1,1496, die Analyse haben wir letzten Samstag veröffentlicht. Wir hatten geplant 1,1496 und wir waren bei 1,1504. Wir haben uns um 8 Punkte vertan. Sorry. Mit diesen Punkten, diese 8 Punkte, die hier gefehlt haben bis zu dem Ziel, war es nachher auch nach der Umkehrformation ziemlich logisch, dass erstmal ein Schub nach oben geht. Dieser Schub war kräftiger als gedacht, als er hätte laufen dürfen. Aber wir sehen, dass er sauber in diesem Bereich gestern gebremst hat. Er hat nichts kaputt gemacht. Und wenn ich mir jetzt diese Marke zusammenziehe, sage, okay, das hier war ein Schub. Und das hier der zweite. Dann müssen wir jetzt abwarten, wie weit entwickelt sich dieses Ding hier weiter. Wenn das die erste Bewegung wäre, das hier die zweite, dann ist die zweite länger als die erste, dann dürfte eine dritte Bewegung noch folgen. Dieser Schub hier gestern, den ignoriere ich ein bisschen, weil das war gestern Morgen um 7:45 Uhr zum Feiertag, wo die Händler alles Mögliche gemacht haben, aber sich kaum um den Markt gekümmert haben dürften. Nee, das lassen wir mal. Wir nehmen mal eine neue. Dazu kommt, dass wir bis hierhin haben wir eine saubere Trenddefinition. Ganz sauber. Dieses Hoch ist gültig. Das ist nicht kaputt gemacht worden und dann bis darunter. Hier haben wir unseren ersten Trendbruch, aber auch dem Feiertag geschuldet. Deswegen werde ich ihm nicht diese Wertung beimessen, die ich ihm sonst beimesse. Und demnach haben wir hier eine Gesamtbewegung. Das müssen wir ein bisschen anders machen. Und zwar werde ich hier ein Zeitfenster reinsetzen, in der Kombination mehr dazu, wie wir so eine Analyse-Tools benutzen, könnt ihr morgen Abend kennenlernen, wenn wir das Webinar für die Fintech Group machen. So, und wenn ich mir das jetzt hier reinziehe, dann haben wir den nächsten Schub bis runter an die 1,13. Die 1,13 hatten wir auf dem Deckel
die kann man in der Analyse nachvollziehen, allerdings von der 1.16.50 kommt. Die 1.16.50 ist nichts geworden. Wir haben schon an der 1.16 gebremst. Trotzdem, da wir auch unten die 96 nicht erreicht haben, trotzdem wird sich an dem Ziel 1.13 unten nichts ändern. Das wäre dann die zweite Bewegung bis zur 1.13. Von der 1.13 könnten wir wieder bis jetzt in diesem Bereich 1.14, 1.14.50, 1.14.60, 65 korrigieren und von der 1.14.65 aus, könnt ihr euch ruhig mitschreiben, von der 1.14.65 aus sollten wir dann den letzten Schub machen bis runter an die 1.11, 1.11.50 und dann dürfte auch erstmal Schluss sein mit dem übergeordneten Short-Szenario. Heißt, ich arbeite hier bei solchen Sachen nicht mit einem Take-Profit, sondern ich arbeite hier nur mit den Stops. Ich habe die Position, so wie auch beschrieben, zum Teil am Dienstag glattgestellt und habe sie gestern dann weiter oben neu eröffnet. Warum habe ich die glattgestellt? Warum habe ich einen Teil glattgestellt und nicht einfach laufen lassen? Wer hat es gelesen? Wer weiß es? Ey, nicht nur pennen, hier mitarbeiten. Der Lutz lag in der Sonne, hat aufgepasst. Wie ist einer? Genau, ich hatte genau an dieser Marke da unten im Bereich 1,15, 1,14,96, 1,15,4 ist es ja dann geworden, genau an diesem Tief da unten in diesem Bereich hatte ich mein Monatsziel für den Oktober drinne. Ziele, wer uns ein bisschen kennt, weiß, Tagesziel 12 bis 15 Woche, 50 Punkte im Monat, 2 Punkte im Jahr. 200 Punkte im Monat und im Jahr 2000 Punkte. Das sind meine Ziele und die 200 Punkte waren komplett eingefahren, als wir da unten angekommen waren. Und das erste Zwischenziel, richtig, Michael, der hat nämlich aufgepasst, 1.15.47. Das Ziel war durchschlagen, die 14.96 hat er nicht erreicht. Und genau da unten konnte ich einen Teil der Position so glattstellen, dass mein Monatsziel erreicht war. Und das ist eigentlich eins der Hauptthemen heute. Wichtig ist, wenn man sein Ziel erreicht hat, auch mal die Reißleine zu ziehen. Deswegen arbeite ich auch nicht mit Widerständen, Unterstützung und all so ein Quatsch. Ich finde die Begriffe einfach doof, sondern ich arbeite mit Zielen. Ich erarbeite mir Ziele. Ich erarbeite mir Einstiegsmarken. Dafür habe ich Regelwerke. Und ich erarbeite mir Ausstiegsmarken, was meine Ziele sind. Wenn dieses Ziel erreicht ist, dann muss ich einfach die Reißleine ziehen und einfach sagen, okay, das war's. Ne? Ich habe noch nie gesehen, dass Vettel, wenn der irgendwie durch Monaco geheizt ist, da seine, was weiß ich, 250 Runden oder die er da irgendwie fährt, weiß ich nicht, wie viel das sind, oder hinterher sagt, ey, geil, ich habe noch Sprit im Tank, mir ist gerade so richtig gut, ey, das lief ja volle Granate, ich hatte 2 Sekunden Vorsprung vorm zweiten, ich drehe mal noch 10 Runden hier, haben die bestimmt alle Spaß dran. Nee, der ist ja auch froh, wenn er die Scheiße hinter sich hat, wenn er sein Ziel erreicht hat, bremst er und bleibt stehen. Und genauso behandle ich das hier. Deswegen habe ich einen Teil glattgestellt und habe die Position hier gestern wieder eröffnet. Ich habe mein Monatsziel drin. Alles, was jetzt kommt, ist on the top. Alles das kann jetzt sich entfalten. Wir haben heute die Möglichkeit, noch mal bis zur 1.15.02 zu laufen. Warum ist die 1.15.02 doof? Warum ist die 1.15? Könnt ihr jetzt mein Stop. Wir haben hier so typisch unsere Zielbereiche und ich könnte jetzt sagen, okay, mein Stop lege ich jetzt auf die 1.15.02. Warum ist die 1.15.02 doof? Mehr als 61,8 Level korrigiert. Respekt. Es kommt darauf an, welche Bewegung ich nehme.
Wenn ich hier drauf gucke, ist das hier die komplette Bewegung. Dann sind wir hier am 50er Level. Wenn ich die Bewegung hier unten messe, das wäre aber aus meiner Sicht nicht ganz richtig, würde sich der 76,4er Level damit decken, 76,4, aber das vorherige Zwischentief war bei 1,1504. Ihr habt ja bestimmt schon oft diesen Begriff gehört, der Bruch von Marken, von Widerständen, Unterstützung, dieser Bruch, das kaputt machen sollte, bestätigt werden. So. Und genau das könnte jetzt passieren. Es könnte durchaus passieren, dass jetzt verschiedene Limits da an der 1,1504, vielleicht auch an der 1,1502 liegen. Das heißt, wir haben die 1,1502 oben dafür, dass dort Limits geparkt werden könnten. Vor allen Dingen gerade für die Händler, wo haben wir jetzt den Spotmarkt hier? Da, die jetzt auf dieses Close gehen. Hier haben wir genau diese Tiefs. Da haben wir das von Dienstag. Da haben wir das Tief von gestern, den Bruch über Nacht. Hier sehen wir jetzt dieses Gap. Dieses Gap könnte geschlossen werden, sogar bis zur 1,1515. Die 1,1515 merken wir uns mal. Und wir haben hier oben die 1,1525. Das heißt, mein Stop-Loss geht auf 1,1522. Dort geht mein Stop-Loss hin für diese Position. Durchschnittseinstieg. Ihr seht, wir haben ziemlich weit oben angefangen gestern. Wir haben die Position hier gesplittet, haben sie dann aufgestockt hier, wie man sieht, immer schön. Entry haben wir, mit Brille kann man das besser sehen, Entry haben wir bei 1,1560, was ist das? Ja, 1,1560 haben wir den Einstieg und hier sind wir bei 1,1521, das wären 40 Punkte. Ich kann noch nicht auf die 11 runter, das wäre, oder auf die 10, das wäre mir lieber, das wäre normal ein Wochenziel, da hätten wir die erste Novemberwoche auch schon im Sack. Wäre natürlich eine ganz feine Geschichte, aber soweit sind wir noch nicht. 40 Punkte on the top wäre eine schöne Geschichte. Wir haben die Position aufgestockt, sind mittlerweile bei 3,5 Lot, 3,5 Standard Lots, wie man sieht. Wir sind 80 Punkte vorne und lassen diese Position jetzt entspannt laufen. Ich würde sogar anfangen, hier unten an der 1,1502 gegen die Regeln, bis dahin darf er. Und dort haben wir auch das Level. Ich würde hier sogar noch einen Lot drauflegen, anderthalb. 1,5 Lot, dann ist diese Position auf 5 Lot angewachsen. Man braucht in diesem Fall auch nicht darüber diskutieren, Money Management, passt das oder passt das nicht? Steht diese Positionsgröße von 5 Lot, steht die im Verhältnis zu einem 10.000er Konto, ja oder nein? Beantwortet ihr mir mal bitte die Frage. Bei einem Risiko von 2% oder so, steht das in einem vernünftigen Verhältnis? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Genau so ist es. Dieses Nein würde ich nicht akzeptieren, sondern für mich steht es in dem Verhältnis, solange ich meinen Stop jetzt immer im Gewinn lasse. Solange mein Stop jetzt im Gewinn hinterhergeführt wird, ist die Positionsgröße, sorry, wenn ich das so sage, auch sorry, wenn aber den Risikohinweis habt ihr ja gelesen vorhin. Ne? Sonst lese ich ihn euch nochmal vor. Oder ich lasse Nelson vorlesen. Ach nee, der kann ja gar nicht. Könnt ihr mal lesen lernen, anhand von Fußballregeln. Wir
egal wie groß die Position ist, wir würden niemals mehr ins Risiko gehen und damit ist das Risiko auch minimiert und das Money Management auch eingehalten. Wir dürfen nur den Stop oder müssen den Stop jetzt immer im Gewinn hinterherführen, kein Stück weiter. Kein Stück weiter weg, nicht auf die Idee kommen, den Stop wieder wegzuziehen. Weil sonst irgendwas, müssen uns die Positionsgröße ausrechnen. Wir sind hier mit 3,5 und würden jetzt hier unten bei der 1,15 im Verhältnis zu 1,1560 hier unten ungefähr nochmal die Hälfte draufpacken. Das heißt, der Stop wäre ganz knapp im Gewinn. Wir hätten einen Durchschnittseinstieg ungefähr von 1,1540. Mein Stop liegt bei der 20. Das heißt, ich wäre mit 5 Lot immer noch 10 Punkte im Gewinn. Das 20 Punkte sogar im Gewinn, weil der Stop, der Einstieg ist bei 40 und der Stop liegt bei 20. 20 Punkte im Gewinn mit 5 Lot ist immer noch ein Tausender übrig. Okay? Damit ist die Positionsgröße hier auch berechtigt und lassen die laufen. So, jetzt gucken wir uns mal diese Geschichte an, um den Plan auch einzuhalten. Wir gehen einfach eine Zeiteinheit höher. Da kann man es besser sehen. Und dann sehen wir nämlich, wenn er diesen Schub jetzt wiederholt, da. Bis dahin haben wir einen schönen, sauberen Trend. Hier ist das erste Mal der Trendbruch erfolgt und von dieser Bewegung an, zack, dieser Spike darunter fast auf den Tick genau an die 76,4. Und ab da darf er jetzt oder sollte er jetzt wieder runterlaufen, um diese Bewegung hier zu duplizieren und das bis an die 1,13 und idealerweise bis zum Bup. Bis zum 6.10. Bis zum 6.10. Wir haben heute den 4.5. Ja, das wäre der Samstag. Das ist ein bisschen doof. Also wir müssen das Wochenende ausblenden, also bis zum entweder eröffnen wir mit einem Gap am Sonntagnacht von Sonntag zum Montag, dass wir schon noch runterschießen, oder wir öffnen mit einem Abwart-Gap und schießen dann runter. Das heißt, bis Montag ist dieses Zeitfenster hier abgelaufen. Das Bullenzeitfenster, das Bärenzeitfenster ist am Montagmittag abgelaufen. Klar könnten die NFP am Freitag dazu beitragen, das wäre das Idealszenario. Da richtig einen auf die Mütze und einmal nach unten marschieren. Heißt aber für das gesamte Szenario wieder, ich stelle dort unten nicht alles glatt. Sollte ich mit 5 Lot dort unten ankommen, 1,13, das sind noch 150 Punkte, würde ich 3 Lot glatt stellen, eventuell auch 4. Dann wäre das wieder ein Monatsziel von 1,1560 kommend. Durchschnittseinstieg ja dann an der 1,1540 bis zu 1,13 sind 240 Punkte. Dickes Monatsziel drinnen. Wieder ein Monatsziel einfahren, den Rest Break-Even abgesichert laufen lassen. Dann den Rücklauf abwarten bis an die 1,1460. 1,1450, 1,1460, da wo er jetzt ist, also genau hier an diese Kante, dann den Rücklauf, um dort die Position wieder aufzustocken. Dieses Szenario soweit klar, soweit verstanden? Würde damit nicht die SKS im Daily Chart wahr werden, fragt der Ebert. Suchen wir uns doch mal diese Nummer. Da habt ihr noch die Bilder aus der Analyse von letzter Woche. Da sollte er hochlaufen, was er nicht gemacht hat. Und dann sollte er hier runter. Da ist das Analysebild aus der letzten Woche. Das obere Ziel hat er hier in der Korrektur nicht ganz erreicht. Aber wir gucken mal im Daily.
Und auch hier machen wir den Chart erstmal ein bisschen sauber. Ihr könntet durchaus, mein lieber Eberhard, passt auf, hat ein bisschen gelernt, ne? So, wenn wir das als SKS sehen, hätten wir dort die Linie als Schulter, hätten hier normalerweise eine Nackenlinie, die ich nicht als Nackenlinie sehen kann, weil die Schulter sollte nach der, also die zweite Schulter sollte überhalb, also oberhalb von dem, von der Nackenlinie ausgebaut werden. Demnach müsste die Nackenlinie jetzt bis da runterlaufen. So müsste die aussehen und dann müsste er nochmal hoch. Also diese SKS, wenn man die in handeln wollte, wäre erst aktiviert, wenn wir unter der 1,12 landen. Allerdings wäre diese SKS dann auch böse, weil egal wie wir die handeln, die ist wesentlich schwerer darzustellen als die, die wir sonst gehandelt haben. Aber dieses Maß lässt sich hier nach unten abtragen. Wenn wir dieses Maß nehmen, landen wir unten wieder an dem alten Tief da bei der 104, 103. Und wenn wir das ganz runterziehen, dann sind wir an der, fast an der Parität. Merkt euch mal dieses Bild, macht euch von mir aus einen Screenshot gerne. Ich selber würde die Linie, diese Nackenlinie so ziehen. Dann wäre das hier schon die Schulter, demnach müssten wir aber auch einplanen, dass da noch ein Schub nach oben kommt, nämlich dass wir nochmal an die 1,20 laufen. Und danach sieht es nach den anderen Setups, die wir gerade auseinandergepflückt haben, überhaupt nicht aus. Kein Stück. So, hier Marken für heute. Mehr wollen wir ja gar nicht. Die Marken für heute 1,1487, 1,1497, 1,1502. Meine nächste Short Limit liegt knapp unter der 1,15. Diesen Bereich, den kann er ruhig, vielleicht auch gleich um 9, einmal durchschießen bis nach oben und dann wieder zurücklaufen. Von mir aus sehr gerne, kann ich hier oben noch mitnehmen und dann mitfallen lassen. Viel mehr würde ich heute nicht tun. Ich würde mir keine Long Setups suchen. Auch nicht im 1 Minuten. Das ist mir heute einfach zu heiß. Die Abwärtsdynamik ist viel zu stark. Die ist viel zu ausgeprägt. Der Move, das hier nur ein kleiner Korrekturmodus und wir haben auch noch keine klaren Setups. Auch wenn hier der Hintergrund blau ist und wir uns irgendwie nach oben orientieren, der Schub nach unten wird definitiv kräftiger sein als der nach oben. Alles, was hier nach oben geht, ist nur kurz das Aufbäumen. Wir befinden uns im Korrekturmodus und nicht zu vergessen, wir haben noch das offene Gap aus der Nacht im Spot Forex oder im Kassamarkt bei 1,15, 14. Das kann zwar ziehen, aber dort reinzugreifen und mir die Finger zu verbrennen, muss ich nicht. Übergeordnet Short, also suche ich mir auch übergeordnet Short-Einstiege. Wer im Markt noch nicht platziert ist und darüber nachdenkt, um unseren Forex Polo ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, wer darüber nachdenkt, der kann hier oben bei der 1,1497, 1,1502 sich in diesem Bereich Shortmarken oder Short-Positionen versuchen aufzubauen. Wer streng nach Euro pro handelt, das hier wäre ein Handel nach Zielbereichen, wer streng nach Euro pro handelt, sollte den Anlauf der Marken da oben abwarten und wenn diese Marken angelaufen sind oder vielleicht auch nur die 87 hier, kann sein, dass da schon Schluss ist, da war gestern auch Schluss, wenn wir diese Marke angelaufen haben und in 5 Minuten eine Umkehr haben, dann
Regelwerk, Euro Pro auf dem Tisch, Handbuch auf dem Tisch, die Matrix auf dem Tisch und dann abhaken, alle Punkte nacheinander. Habe ich einen Trend, ja oder nein? Wenn ja, in welcher Phase befindet sich der Trend? In der Korrektur oder in der Bewegung? Und alle Punkte schön nacheinander abarbeiten, dann könnt ihr euch einen Short-Einstieg nach Euro Pro holen, und eine Short-Position holen. Die schon ein bisschen mutiger sind, starten hier oben mit einer kleinen Limit. Als Beispiel, wenn ich drei Standard-Lot in der Regel handle, starte ich hier oben mit einem Lot, mit einer Short-Limit, packe die da oben hin und stocke dann nach Euro Pro. Wenn das Regelwerk komplett ist, stocke ich danach auf. Soweit, alles gut? Okay, wir haben hier den DAX, den ich mir noch kurz angucken will, bevor wir uns hier wieder verkrümeln. Wo sind wir? In 5 Minuten. Super. Auch hier haben wir uns Ziele rausgeholt, nämlich wir haben hier oben eine Kanalkante, die er sauber abarbeitet. Ja. Und hier oben an der Kanaloberkante ist er jetzt ein paar Mal gescheitert. Wir sind im 4-Stunden-Chart hier dann Doppeltop an der Kanaloberkante gemacht und ballert jetzt nach unten. Wenn wir jetzt hier drunter gehen unter die 12.195, 96, ich würde sogar eher sagen, um dem ein bisschen Luft zu geben und Fakes vorzubeugen, unter die 12.175. Die 12.175, wenn die bricht, werden wir sehr schnell nach unten durchziehen. Der Markt wird ziemlich rapide fallen und wir sollten dann die unteren Ziele hier im Bereich 11.400, die lange angedacht sind, damit die Linie noch drin, findet ihr auch in der Analyse, 11.400 unten ansteuern. Wenn wir die 11.400 unten angesteuert haben sollten, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das ist das letzte Auffanglevel für die Bullen. Das letzte. Wenn diese 11.400 da unten nicht halten sollte, und die sollte für mein Dafürhalten, für mein kleines bisschen Erfahrung, was ich am Markt gesammelt habe, unten angelaufen werden, die Kanalunterkante vielleicht ganz kurz raus, Tagesschlusskurs muss oberhalb von der Kanalunterkante sein. Wenn der Tagesschlusskurs oberhalb ist, haben wir eine faire Chance, wieder zurückzuballern an die Oberkante. Ist der Tagesschluss außerhalb davon, außerhalb von diesem Kanal, und wir bleiben vielleicht sogar mit dem Wochenschluss draußen, außerhalb von diesem Kanal, zählt dieses ganze Szenario als Trendbeschleuniger, und als Trendbeschleuniger müssen wir Minimum die 10,8, eher sogar die 9,9, 9,6, 8,7, 8,4 einplanen. Das klingt doch für die Shorties mal wie Musik in den Ohren, ne? Auch wenn mir neulich, ich habe am Dienstag oder so mit einem alten Bekannten und mit einem alten Kunden, mit Hans Hermann von uns telefoniert, der mir am Telefon gesagt hat, deine Shorterei im DAX, die ging mir fürchterlich auf den Keks, aber heute verstehe ich sie. Kurze Erklärung dazu, ich kann seit dem Hochs bei 13,6 und nach der ersten Short-Arie, die wir bei 13,3 gestartet haben, bin ich nicht mehr in der Lage, in irgendeiner Form bullisch zu denken und zu kaufen. Es widerstrebt mir, kriege ich einfach nicht hin, und wenn ich das nicht hinkriege, dann lasse ich das einfach. Ich muss ja nicht mit purer Gewalt mir irgendwelche Läuse im Pelz setzen. Okay, also auch hier lassen wir das Ding einfach langsam fallen. Hier drunter können wir, wenn wir uns das im Stundenchart mal reinziehen, machen wir mal ein bisschen größer, dann haben wir mit dem Hoch von gestern diese Linie und hier unten haben wir diese Linie. Und in diesem Karree kann er sich jetzt noch schön ein bisschen hin und her bewegen. Kann auch sein, dass er sich bis Freitag hier drinnen noch in diesem Dreieck noch ein bisschen aufhält, um dann am Freitag in eine Richtung auszubrechen. In welche
werden wir dann sehen. Ich selber bevorzuge nach wie vor die Shorting-Szenarien, die Long-Szenarien. Nein. Wenn wir hier drunter fallen unter diese Linie bzw. unter diese Tees, wo er jedes Mal hier kräftig, wir sehen es hier an den Lunden, erste, zweite, dritte, die hat noch nicht ganz geklappt hier. Wenn wir solche Lunden sehen, gewinnen die Bullen meistens erstmal ein bisschen Kraft zwischendurch. Wenn wir diese Kante hier unten brechen sollten und hier unten durchgehen, dann ist das Eis für die Bären gebrochen und hier drunter sind wir. Da unter dieser Linie, dort sind wir, sag ich mal, im Schlusskurs, im Stundenchart unter der 12.1. Brille aufsetzen. Ja, 12, unter der 12.190, deswegen habe ich gesagt, besser ist sogar die 75 oder so. Schlusskurse da drunter, ja, die würden die Bären absichern und die Bären könnten dann gesaved ihre Position getrost fallen lassen. Unsere Positionen laufen. Noch sind die immer noch bei der 12.450 abgesichert. Ein Teil habe ich hier, von den Positionen habe ich hier einen Teil mit einer Buy-Stop dort oben wieder abgesichert. Das ist eine Mischkalkulation. Ich handle diese Position auf verschiedenen Konten. Und deswegen, wenn ich die hier mit einer Buy-Stop absichere, dann ist es im Mittel mit den anderen Positionen, die von 12.410 kommen, im Mittel dann wieder passend mit Break-Even. Dann fliege ich im schlechtesten Fall mit meinem Gesamtrisiko, was ich eingehen wollte. Wir haben bei 12.410 diese ganzen Positionen gestartet. Könnt ihr auch im Blog, ist alles öffentlich geschaltet, könnt ihr nachlesen. Bei 12.410 haben wir angefangen zu shorten mit Stops bei über der 12.450. Wenn ich sage über 450, heißt das für mich ein bisschen Luft für ein nachlaufendes Hoch. Das heißt, die Stops liegen noch bei 12.470. Und erst, wenn wir jetzt da unten Schlusskurs, neue Tiefs machen, erst dann werde ich diese Position Break-Even komplett absichern. So lange lasse ich die laufen. Okay, viel mehr kann ich jetzt zu dem, was wir hier heute machen, sagen, überhaupt nicht tun. Hier 87, 97, 02, das sind die Marken jetzt dafür. Und im Spot haben wir, wie gesagt, dieses Loch hier oben noch bis 14, 15. Alles im überschaubaren Rahmen. Wenn das Gap geschlossen ist, sollte es spätestens den nächsten Schub geben. Ja, ich könnte meine Position glattstellen, die ich da laufen habe, und dann da oben neu einsteigen. Aber für das Gap Close gibt es in keiner Form irgendwelche Garantien. Und wenn das Gap nicht geschlossen wird und der dreht jetzt an der 87 ab und ich will erst oben bei der 02 wieder rein, ärgere ich mir die Pest. Wir haben mit den Analysen der letzten Woche, vom letzten Wochenende, uns ein vernünftiges, sehr schönes Polster geschaffen, so dass wir uns das hier erlauben können, ohne Risiko oder aus dem Risiko raus so eine Position laufen zu lassen. Ich arbeite bei allen Short-Positionen ohne Take-Profit. Ich arbeite jetzt nur noch mit Stops. Wer unsere Mails liest oder unseren Blog kennt, weiß, ich bin ab dem Wochenende bin ich im Urlaub und deswegen lasse ich diese Position liegen. Wenn ich Anfang der Woche im Flieger sitze, werde ich wahrscheinlich die Position so automatisieren, dass ein Großteil von den Short-Positionen bei 1,1150, 1,1140 im Euro US-Dollar rausgeschmissen wird und der Rest wird dann mit automatisierten Stops weitergezogen. Das heißt, ich werde die automatisierten Stops vom Stereo-Trader nutzen, um meine Stops hinterherführen zu lassen. Und im DAX lege ich mir Alarme rein an den Marken 11.450, 10.800, 99, 96, 87, 84. Dort lege ich mir Alarme rein, um dann
eventuell in der Cloud zu reagieren. Dort arbeite ich völlig ohne Take-Profit. Man könnte auch long gehen mit SLC bis zum Hoch. Geht mit dem Stereo, ja, das weiß ich. Das geht gleichzeitig. Aber wenn meine, dass ich bringe damit, Lotz, die Idee ist ja gut. Ist ja auch gut gemeint. Man sagt, okay, man könnte jetzt auf eine andere, mit einer anderen Strategie diese Position, die eigene Position hatchen und die Gegenposition handeln. Ja, kann man machen. Ich bin in der Regel kein Freund von hatchen. Ich bin gesaved für diesen Monat, deswegen bin ich da auch nicht so mutig. Wenn ich jetzt mein Ziel, mein Wochenziel, Tagesziel überhaupt noch nicht drin habe, ist das eine Möglichkeit, das so zu handeln, wenn man, nehmen wir uns doch mal, ja, so, wenn er so wie heute Morgen diese Marke hier unten, die 63 anläuft, kann ich sagen, okay, hier habe ich einen Doppelboden, hier habe ich einen Zielbereich, an dem Zielbereich hat er mir einen Doppelboden gemacht, das Ding einfach long mit 5 Punkten Risiko, Ziel, die 87, das sind 24 Punkte und jetzt in dieser Nummer, 87, und jetzt an dieser Nummer, wenn er hier oben anläuft, zack, raus, das Tagesziel rausnehmen, das ist dann ein reiner Handel nach Zielbereichen und von diesem Tief hier am FIBO wäre durchaus denkbar. Ich selber tue es nicht, weil ich im Kopf rot bin, also was den Chart betrifft, ne? Bin ich im Kopf rot und wenn ich mich jetzt umstellen soll, fällt mir das ein bisschen schwer. Zweitens muss ich alles, was ich hier auch noch denke, ein paar Leuten erklären. Und wenn ich mich jetzt selber widerspreche und dann die Long-Position erkläre, bringe ich, glaube ich, den einen oder anderen durcheinander. Und wenn jemand durcheinander ist, wird es teuer. Das kostet in der Regel richtig Geld. Okay. Fragen dazu? Bitte, wenn Fragen sind, dann sprecht bitte jetzt oder schweigt für immer. Also Fußballfragen beantworten wir hier nicht. Da bist du doch so Experte drin. Ja. Weißt du, warum die Leute sie alle Experten nennen? Sag. Weil der Begriff Experte nicht geschützt ist. Meine Lehrer früher schon gesagt, du bist mir ein Experte. Den Daumen machen wir besser heute Nachmittag, genau. Wir machen ja heute Nachmittag das klassische Webinar, auch mit Nelson. Um 15.15 Uhr, bitte denkt dran, dass ihr euch auch dafür entweder separat anmeldet, beziehungsweise wenn ihr zu der ganzen Serie für dieses Jahr mit FX Flat schon angemeldet seid, dann kriegt ihr automatisch den Teilnahmelink. Das fällt auch nicht unter unser Servicepaket, sondern ist kostenlos und öffentlich für alle, die uns wohlgesonnen sind. Den gucken wir uns heute Nachmittag dann an, den DAO, und werden mal schauen, obwohl ihr beim DAO von mir keine langfristigen oder mittelfristigen Sachen erwarten könnt. Beim besten Willen nicht. Ist nicht meine Baustelle. Ich handle unser DAO Pro und das war's dann auch. Okay, wir sehen hier erstmal die 87 bremst. Ja, sauber. Zack, erstmal direkt eine gekriegt. Aber wir sind in einem sauberen Aufwärtstrend. Solange darf ich noch nicht shorten. Entweder warte ich den Lauf bis da oben ab und suche mir dort oben mit einer Limit Pullback die Shorts. Oder ich warte, falls wir hier jetzt eine Umkehr kriegen sollten, warte ich darauf, dass ich hier nach Euro Pro aufstocken kann. Dann würde ich das tun. Und damit soll es auch für heute früh schon gewesen sein. Was heißt schon, unsere Stunde ist rum. Langt ja auch. Die einen oder anderen freuen sich, wenn man mal eine Stunde redet. Ich glaube, hier bei mir im Büro oder meine Frau wäre mal froh, wenn ich mal eine Stunde die Klappe halte. Und das werde ich jetzt auch tun und verabschiede mich hiermit. Ladet euch einfach, wenn ihr Interesse habt, die Analyse von ufbas.de runter. Die ist dort öffentlich. Dann könnt ihr auch einigermaßen unsere Denke vielleicht verstehen. Die nächsten 3 Wochen wird es hier
keine Webinare geben. Also wir haben eins noch heute Nachmittag und eins morgen Abend mit der Fintech Group, wo wir unsere Mittel zum Analysieren erklären. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon aus der Analyse. Aber ansonsten machen wir nur diese beiden Webinare noch. Ab nächste Woche ist unser Büro nicht besetzt, da bin ich im Urlaub. Und es finden dann immer mittwochs Support-Webinare statt, die wir angesetzt haben für unsere Jungs. Wenn irgendwelche Support-Anfragen sind, werden die dann in den Mittwochnachmittag-Webinaren auseinandergepflückt. Ich hoffe, ich konnte euch meine Denke, meine Sichtweise auf die Märkte ein bisschen näher bringen. Und ihr könnt jetzt vielleicht verstehen, warum ich manchmal diese Marke nenne und manchmal diese. So, sehen wir, erste, zweite. Komm, jetzt dürft ihr hier noch ein nachlaufendes Hoch machen, bis da hoch. Und dann könnte man schon mal versuchen, mit einem ganz, wenn er diese Marke hier oben anläuft, mit einem ganz, mit einer kleinen Position, einem ganz engen Stop von 4 Punkten da oben, wird er schon mal zu shorten. Dahin, eine Limit, das ist Quatsch, das wollen wir mal nicht. So machen wir das. In der getrennten Strategie, eine Limit Pullback mit 5 Punkten Stop Loss und kein Take Profit. Fertig. So. Das sind 5 Punkte Stop-Loss mit $5 sind $25, die ich hier riskiere. Aber es könnte durchaus sein, wir haben das Hoch hier gemacht, hier ein nachlaufendes Hoch, will diese Bewegung beenden, erhält eine Chance, dass er diese Nummer eventuell wieder mit runternimmt. Hier würde ich den Betrail-Stop auch aktivieren, damit er gleich, wenn er 10 Punkte vorne ist, direkt Break-Even geht. Wo die liegt? Oben, mein lieber Lutz. Ganz knapp da oben drüber. Ich würde sie direkt da auf den Zielbereich, auf die 1,1487 legen. Ja, kleine Zahlen, große Brille, ne? 1,1487, wer ein bisschen vorsichtig ist, legt sie auf die 85, da wo die Limits normal platziert werden. Okay, wenn keine Fragen bei der sind, wenn Fragen sind, bringt sie heute Nachmittag mit zu dem Webinar. Guckt euch die Aufzeichnung hier von mir aus gerne nochmal an. Wir laden die hoch. Nelson wird sie wahrscheinlich hochladen. Ich werde sie bei uns in den YouTube-Kanal packen. Und dann schaut euch die Aufzeichnung nochmal an. Fragen bitte aufschreiben. Bringt es heute Nachmittag mit. Dann werden wir die auch dementsprechend beantworten. Wenn wir uns heute Nachmittag sehen, 15.15 Uhr, Live-Handel mit FX Flat und mit meiner Wenigkeit. Und dann schauen wir uns mal an, was aus den Setups heute früh geworden ist. Okay. Im Sinn bleibt mir nur Danke zu sagen, dass ich da sein durfte, dass ich Nelson ein bisschen durch den Markt führen durfte. Das nächste Mal machen wir es der Fußball-WM. Brasilien gehört ja noch nicht zu Europa. Noch nicht. Ja. Erst wenn wir den ersten deutsch-chinesischen Grenzkonflikt haben, dann sind wir wieder dabei. Gut. Dann danke dir auf jeden Fall, Thorsten. Wer Fragen hat, auch zu Forexpot, kann sich gerne bei uns melden. Ansonsten hat Thorsten schon alles gesagt. Vielen Dank für die Teilnahme, für das Interesse. Wir hören uns wieder dann heute Nachmittag, 15.15 Uhr. Und bis dahin, ja, noch einen schönen Tag und gute Trades. Bis später. Tschüss zusammen. Danke. Danke, tschüss.